und willkommen zu einer weiteren Folge von Girls Talk beim offenen Kanal. Ich sitze hier wieder mit Jessica und wir haben ein Thema von unserem werten Kollegen Max bekommen. Das steht da drin. Wir wissen noch nichts von dem Thema und darüber dürfen wir dann 8 Minuten reden. Ich bin gespannt, was es heute wird. Ja, ich auch. Ich muss nur rausbekommen. Und? Corona vorbei. Worauf freut ihr euch? Dann starte ich mal den Timer. Hau raus. Erstmal, Corona ist ja noch nicht vorbei. Das muss man natürlich dazu sagen. Natürlich wird es mit den Öffnungen so, wirkt es halt so. Auf was ich mich eigentlich am meisten freue oder halt auch gefreut habe, so ist halt, dass vieles wieder offen ist. Ich kann wieder bei vielen Sachen einfach hingehen. Vor allem so die Freizeitaktivitäten. Ich bin zwar nicht so ein Clubgänger oder so und sage, ja, endlich, die Clubs sind offen, die Bars sind offen. Ich bin eher dann so, ja, ich kann mal wieder eine Runde Bowling spielen oder irgendwie schwimmen gehen oder sonstiges, weil ich sowas halt sehr genieße und auch gern sowas mache. Und da habe ich mich halt wirklich drauf gefreut, dass ich so Sachen wieder machen kann. Ich bin aber so, Corona ist halt noch nicht vorbei, also ich trage eigentlich bei fast allen Sachen dann immer noch meine Maske, wenn ich irgendwo mit fremden Leuten bin, weil man weiß halt nie. Und ja, aber ich bin eigentlich meistens so froh, um essen gehen. Ich liebe Essen. Oh, essen gehen. Ich weiß es zwar nicht, aber meine Kollegin weiß, wenn ich nichts zu tun habe, esse ich. Aber nicht nur sie, ich bin ähnlich. Ja, ich glaube, das Essen habe ich mir das meiste eigentlich drauf gefreut. Also tatsächlich freue ich mich wieder aufs Reisen. Also mein Ziel ist, da ich ja noch relativ jung bin, dass ich möglichst viel von der Welt sehe. Und ich freue mich, wenn ich dann wieder mal in Spanien irgendwie was angucken kann, was ich noch nie gesehen habe, was man nur von Google kennt oder so. Und eben, ja, reisen, neue Kulturen entdecken und so weiter. Aber auch daheim wieder mit Freunden rausgehen, ins Kino gehen, auch lange nicht mehr gemacht. Halt natürlich ohne Maske. Dann, wie du schon sagst, essen gehen, ganz wichtig. Und auch irgendwie mit Freunden einen trinken gehen. Ich bin auch kein so Clubgänger, aber ich bin Anfang meiner 20er und da ist es wahrscheinlich nicht schlecht, auch mal sowas zu erleben. Ja, also bei mir ist es halt mit Clubs so. Ich weiß halt nicht gesundheitlich, ob ich das überhaupt kann manchmal, wegen Attacken oder sonstiges, wegen Problemen. Mhm. Und deswegen ist das halt generell eigentlich nicht wirklich ein Thema für mich. Natürlich würde ich gern mal, aber ich glaube, das würde ich halt nicht aushalten. Und deswegen ist halt für mich halt mehr das Freizeitaktivitäten, sportlich zwar auch ein bisschen, aber überall, wo halt dann nicht so viele Leute trotzdem sind. Das hat mir bei Corona eigentlich ein bisschen gefallen, den ganzen Abstand, nicht so viel Druck, weil ich denke halt manchmal, Panikattacken vielleicht sind es ja sowas. Und dann war das eigentlich nicht so schlecht, dass nicht so viele Leute um mich waren. Und da fand ich auch immer schön. Es ist aber auch wieder schön, so wenn man ins Geschäft geht oder irgendwie in die Stadt geht und man sieht, es ist was los. Man sieht die ganzen Menschen. Oh ja. Man sieht mal wieder den Gesichtern. Man weiß, was der Gegenüber denkt. Manchmal macht man vielleicht irgendwelche Kommerzen mit dem Mund und man wusste es gar nicht, dass oh Gott. Du bist ein Idiot, so mündlich halt oben so ganz normal die Augen. Man weiß ja nicht, vielleicht war da irgendwie, dass man nicht doof angeschaut hat. Das stimmt. Jetzt sieht man wieder die Menschen und wie sie halt aussehen. Und als ich ein Auto kaufen war, damals während Corona, hatte der eine Maske an. Und der war dann irgendwann, wo wir beim Büro vorbeigelaufen sind, der wollte mir was fragen und hat die Maske ausgehabt. Mein Vater lauft so vorbei und lauft zurück so, haben wir bei Ihnen das Auto gekauft? Oh. Er macht die Maske so drauf und so, ja, Sie sind's. Okay. Also ein ganz anderes Gesicht. Es ist halt ein ganz anderer Eindruck von dem ganzen Leben eigentlich wieder. Und es ist eigentlich irgendwie schön, aber halt auch, es ist eigentlich nicht vorbei. Das ist halt, das denke ich, das vergisst man zurzeit so ein bisschen. Ja. Es ist eigentlich noch nicht vorbei. Das stimmt. Worauf ich mich auch selbst freue, sind auch wieder auf Festivals zu gehen, weil ich unbedingt auch mal auf Rock am Ring gehen wollte. Ich will nicht jedes Jahr dahin, aber ich sag, einmal muss ich es miterlebt haben, da ich selbst sehr gerne Musik höre und auch
selbst Musik mache. Auftritte sind auch ganz eine tolle Sache. Oder auch so im Alltag auch wieder filmen zu gehen, ohne dass man ständig Leute mit Masken interviewen muss, was wirklich eine Erleichterung ist, auch für die Zuschauer wahrscheinlich, dann auch wieder Gesichter zu sehen, komplett. Oder auch, wenn man beim Drehtermin irgendwie war, war man spät dran, dann musste man vorne noch Dutzende von das ganze Corona-Warn-App, oh, stimmt, was ich, oh nein, zeigen musste, ja, um dann erstmal hochzukommen. Da war man ein bisschen zu spät dran und dann hat man noch ewig eigentlich gestanden, weil noch andere zum Beispiel ins Rathaus wollten, wo wir hin wollten, und dann mussten die noch alles zeigen. Und es ist eigentlich um einiges einfacher jetzt wieder sozusagen. Aber ja, es ist irgendwie schön, finde ich. Aber man soll es ja nicht so erleichtern, weil man weiß ja nicht, was da noch kommt. Aber da sprichst du gerade was Gutes an. Unser Kollege hat uns ausgeschrieben, Corona vorbei, worauf freut ihr euch? Aber auf was freust du dich denn nicht? Auf was ich mich nicht freue. Also was sich wieder ändern wird, was im Alltag ist, wo du dir denkst, eigentlich könnte man es so lassen, wie es jetzt gerade ist. Was ich lassen könnte? Ich denke zum Beispiel das Homeoffice eigentlich. Homeoffice ist ganz cool, das stimmt, ja. Weil ich meine, hat bei uns eigentlich cool funktioniert. Wir haben ja auch unsere Rechner und so zu Hause gehabt und haben dann einfach mit der Kamera da direkt, wo man hingeht. Und das war eigentlich auch irgendwie eine schöne Sache, vor allem auch für die Umwelt. Wir sind nicht so viel gefahren, nicht jeden Morgen ins Office und sind eigentlich nur dahin gefahren, wo wir mussten, haben unsere Arbeit von zu Hause aus erledigt. Und durch das, dass es zu Hause war, da war ich halt, aber ich war noch bei meinen Eltern, wohne halt auch ein bisschen mehr in den Familien und habe auch da dann ein bisschen mehr mitbekommen, als wenn man nur im Büro sitzt. Ja, was ich auch ganz toll finde momentan, ist Abstand halten und keine Hände schütteln müssen. Das ist was ganz Tolles für mich, weil du weißt ja nicht, was der Gegenüber vorher angefasst hat. Also ich bezweifle jetzt, dass Leute mir die Hände schütteln, die ganz seltsame Dinge angefasst haben, aber es ist halt hygienisch einfach besser. Und man rückt sich auch nicht so gegenseitig auf die Pille. Ich bin kein Mensch, der jetzt mit seinem Gegenüber direkt kuscheln will in der Bahn oder so. Das ist halt ein bisschen sehr anstrengend. Ja, das habe ich auch jetzt schon gemerkt, da jetzt viele ja halt ohne Maske und alles und dann halt in den Geschäften während Corona dann an den Kassen so 1,5 Meter Abstand, also während die Zeit richtig noch war, so und dann mit den 1,5 Metern und dann hat man seine Ruhe gehabt und jetzt stehen manchmal die Leute da so direkt hinter dir so richtig. In deinem Nacken, ja, ich weiß, was du meinst. Und das kann ich ja so oder so nicht ausstehen und das regt mich schon manchmal auf, wenn ich das wieder sehe, dass dann Leute so schon kommen und ich so, geh zurück. Was ich auch vorteilhaft finde, was sich mit Corona entwickelt hat, ist, dass das Bargeld weniger geworden ist und man mehr mit Karte zahlt. Also hat seine Vor- und seine Nachteile, weil man nicht direkt auf der Karte sieht, wie viel Geld du noch hast. Aber du musst kein fremdes Geld anfassen, du musst nicht extra noch nach Kleingeld suchen, weil du die 1-Cent-Münze nicht findest. Du musst nicht hoffen, dass die noch Wechselgeld haben, weil manchmal haben sie es nicht. Und du hast dann auch deine Ruhe, legst deine Karte einmal auf und dann hast du bezahlt. Natürlich nur, also ich, nur ein ganz kurzes Wort zu dem Zahlen. Ich habe halt gern lieber mein Bargeld und zahle auch immer mit meinem Bargeld, weil da habe ich halt den Überblick. Das ist halt, wenn ich 50 Euro habe und geht shoppen oder 100 Euro geht shoppen, egal wie viel ich habe, ich habe nur das, auch wenn ich eine Karte bei habe. Ich würde niemals was mit der Karte kaufen, weil das ist mein Limit, was mir gesetzt ist. Ja, habe. Das verstehe ich natürlich auch. Aber damit ist jetzt auch schon gleich unsere Zeit vorbei. Also ich sehe noch so 11 Sekunden auf dem Timer. Aber ich glaube, wir haben dazu jetzt nicht mehr viel großartig zu sagen, oder? Nein, also wie schon gesagt, wir haben so eigentlich ein Stück Freiheit zurück, was ja auch schön ist. Aber man soll sich halt nicht in Sicherheit begeben. Genau. Dann würde ich sagen, damit schließen wir ab. Es war schön, euch wieder als Zuschauer dabei zu haben. Wir sehen uns dann nächste Woche bei dem nächsten spannenden Thema. Bis dahin, tschüss!